Magistra, habt ihr Nachricht von meinem guten Bekannten Spektralität Savertin? Savertin. Nun, er lässt euch Grüße ausrichten, aber ansonsten gibt es keine Anweisungen, die ich hier für euch vorliegen habe. Sie guckt gerade durch ein bisschen Korrespondenzbriefe. Du kannst sehen, dass hier Schreibtisch voller Korrespondenzen sind, die geöffnet sind. Und ja, verschiedene Reiserouten, Marschbefehle, was auch immer da wohl in diesen Kellern der Zirkel des freien Wissenschaften getrieben wird, scheint sich um viel Bewegung zu handeln. Guck dich wieder an. Ja, seine Grüße. Wie es aussieht, seid ihr beschäftigt? Selbstverständlich, das Gebäude muss wieder aufgebaut werden. Kann ich euch irgendwie von Hilfe sein? Nun, wenn ihr auf euren Reisen entweder Utensilien zur alchemischen Weiterverarbeitung findet oder aber Bücher, die unsere Philosophien stützen, dann wir würden uns darüber freuen. Aktuell untersuchen wir die Gargülen, die seit einiger Zeit, eigentlich seit der Schlacht hier, ansitzen. Nun, ich dachte mir, eventuell mit meinen Kontakten könnte ich euch helfen, nun ja, dieses Haus ein wenig herzurichten. Nun, gerne. An was habt ihr gedacht? Nun, vielleicht könnte ich den einen oder anderen Schmied oder Baumeister fragen, ob sie euch eventuell unter die Arme greifen. Nun, das könnt ihr natürlich gerne tun. Ich glaube aber, dass dich der gemeine Schmied von allein diesem Bau etwas abschrecken lässt. Vor allem, da wir auch in der Nähe der Krähensteine sitzen. Aber wenn ihr etwas arrangieren mögt, nur zu. Nun ja, wir werden sehen. Könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn ihr weitere Nachrichten von guten alten Freunden bekommt? Ja, selbstverständlich. Das werden wir tun. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Passt auf den Gängen auf. Wenn ihr einem Darei begegnet, der gerade irgendetwas trägt, dann solltet ihr nicht in ihn laufen oder in seine Spur. Vielen Dank für diese Aufklärung. Nun, dann gehabt euch wohl. Ach, übrigens, eine Frage hätte ich noch. Ihr wart doch in letzter Zeit in Gareth. Ist euch irgendetwas aufgefallen? Hat sich etwas verändert in der Stimmung der Stadt? Politik meint ja. Nicht, dass das mich kümmert. Ich habe hier viel zu viel zu tun. Irgendwelche Aufträge, die nun ja etwas verrufener sind? Verrufener? Das nicht. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass wohl vor ein paar Tagen mehrere Hexen in Richtung Norden gestartet sind auf ihren Besen und Türen und Fässern, was auch immer sie alles benutzen. Sie rollt so ein bisschen verächtlich mit den Augen. Interessant. Nun gut. Sagt mir Bescheid, wenn ihr das in Erfahrung bringt. Das werde ich. Ihr sitzt immer noch in der Villa Bardusro? Natürlich. Natürlich. Boltax, was magst du tun? Ich würde gerne zu Stygomar gehen. Bruder Stygomar? Im Boron-Geweihten, ja. Ganz genau. Du kannst erkennen, wenn du deinen Weg in Richtung Süden antrittst, wie wohl sowohl vor Thorn Eisingers Schmiede einige, es sind keine Panthergardisten, aber sie gebaren sich so ein bisschen als solche. Sie haben ein almadanisches Pferd auf ihrer Brust. Die stehen wohl vor Thorn Eisingers Schmiede und auch vor dem Boron-Tempel. Und wenn du dann gerade den Boron-Tempel des Schwarzen Lichtes betreten möchtest, würden sie dich tatsächlich auch aufhalten wollen und einmal ihre Hellebarden dann so ausstrecken, dass du nicht vorbeigehen kannst. Was soll das? Verzeiht, wir sind gerade dabei, die Eminenz Alara Paligan zu schützen, die sich in diesen Mauern aufhält. Och, Alara ist da. Na dann. Ihr könnt auch einen Götterdienst vielleicht in einer Stunde fortsetzen. Ja, gut, dann setze ich mich hin und rauche etwas und warte. Ja, ich setze mich auf die Stufen und warte. Gut. Was dir im Verlaufe der Wartezeit auffällt, und es werden weitere Personen weggeschickt, die ebenso beten möchten, dir fällt auf, dass tatsächlich die Leute regen sich auf, dass das tatsächlich wohl seit einigen Tagen jeden Tag vorkommt und sie zu jeder Stunde dann dort stehen. Das ist also eine gewisse Regelmäßigkeit, die Alara dann hier an den Tag legt.
Und dann nach einer Stunde kommt Alara tatsächlich nach draußen. Sie wird direkt umschlossen von den Gardisten. Und wie gesagt, das sind keine Panther-Gardisten, aber sehr wohl Elite-Krieger. In Ordnung. Und geht dann in Richtung die Straße entlang, Sonnengrund nach oben, zum Pudinger Tor. Ja, alles klar. Dann würde ich direkt reingehen, um mit Stigoma zu reden. Mhm. Der sitzt gerade in einer Ecke, einer Nische von Babo, hatte großen Tee vor sich stehen und nickt ihr schwach zu. Voltax. Guck mal. Freut mich. Du siehst etwas schwach um die Brust aus. Ich habe leider kein Bier dabei, ansonsten würde ich dir jetzt eins anbieten. Tee, danke. Was kann ich für dich tun? Ich habe gut eine Stunde gewartet, um mit dir sprechen zu können, weil Alara ja gerade da war. Ich wollte da auch nicht stören. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? Weißt ja, ich bin ein Zwerg, das sieht man unschwer. Wir sind da diesem Wesen begegnet, als Nirraven oder so. Und das hat mich dazu gezwungen zu träumen. Und ich finde das nicht besonders angenehm. Wir Zwerge träumen in der Regel nicht. Ja. Irgendetwas, was man tun kann, damit man nicht träumt. Ah, Zwerge. Und ihre Unart nicht zu träumen. Du solltest diesen Namen des dritten Vogels am besten hier nicht aussprechen. Oh. Einige erzählen sich zwar von ketzerischen Dingen, dass es einst drei Brüder gewesen sind, doch ich glaube diesen Gerüchten nicht. Dieses Wesen ist so sehr nicht harmonisch, dass es niemals den anderen beiden angehört haben kann. Ja, da hast du recht. Also harmonisch war das tatsächlich nicht. Gibt es irgendwelche Übungen, die ich machen kann, damit ich meinen Geist... weiß nicht, wir Zwerge haben die Übung von der Armbrust, dass man den Geist immer stählt und aufrechterhält. Aber wenn ich schon im Traum bin, bringt es wenig, an die Armbrust zu denken. Das habe ich probiert und es ist nicht gelungen. Mhm. Etwas, was ich im Vorfeld tun kann, Meditationstechniken oder ähnliches, sodass ich dieses Schild um meinen Geist herum permanent aufrechterhalten kann. Oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, wenn ich in einem Traum feststecke, auf diesen Traum Einfluss zu nehmen oder so? Er lächelt mild und schiebt dir dann den großen Becher mit Tee rüber. Du solltest Abstand nehmen von dem Bier. Auch wenn es sich vor allem um deinen Bauch herum ansammelt, so beeinflusst es doch deinen Kopf. Das Bier schmeckt so lecker. Trink einen Schluck, Voltax. Ich werde dir zeigen, wie wir nun mit Bestariel an unserer Seite leben können. Ja, ich nehme einen Schluck und würde dann mit ihm zusammen meditieren. Du wirst sehr schnell sehr müde. Iserun, was möchtest du tun? Ich möchte zur Akademie von Schwert und Stab gehen und seiner Spektabilität Saldorf Vosslerin Bericht erstatten. Ja, wollte Jalan da mitkommen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Saldorf Vosslerin habe ich jetzt nicht. Was bedeutet das, wenn sie mich nicht mitnimmt? Nee. Ja, gut. Nee, dann kannst du vielleicht auf Bitten von Zulamin da mitkommen oder so. Du kannst dann die Stufen von der Schwert und Stab betreten. Um dich herum kannst du immer noch die Übungen, die Leibesübungen erkennen, wie sie seit jeher dort gelehrt werden. Nicht nur seitdem Saldorf Vosslerin Vorstand ist, nicht nur seitdem ihr umgezogen seid, sondern quasi seitdem es die Pfeile des Lichts gibt, seitdem es die Weiße Gilde gibt, werden diese Übungen hier so stattfinden lassen. Der Stein in der Mitte verbrannt wie eh und je. Und nachdem du dann vorgelassen wirst, am Sekretariat vorbei, klopfst an der Tür an, es gibt einen brummeligen Nein, kannst du dann bei Saldorf Vosslerin im Büro stehen. Steht gerade an seiner großen Bibliothekswand, hat gerade ein Buch herausgezogen, guckt dich über seinen Zwicker herab an und tritt dann wieder mit dem Buch an seinen Schreibtisch. Spurgelsen, schön, dass du hier bist. Was gibt's Neues? Euer Spektabilität. Isarun nimmt nochmal einen tiefen Atemzug, stellt sich so für das kommende Gespräch und stellt sich dann besonders gerade und ohne aufrecht Meldung, vor Tür zu. Tür zu, jawohl. Gott, setz dich. Er deutet, nachdem er das Buch vor sich abgelegt hat, auf einen Stuhl, der vor dem Schreibtisch sitzt, setzt sich nochmal seine Hochhalskappe zurecht, fährt sich nochmal mit einem Kamm durch den Bart und guckt dich dann an. Isarun nimmt Platz und fängt dann auch recht bald an. Bin gerade aus Darpatien zurückgekehrt. Das wird jetzt von einigen Ansässigen die Wildermark genannt. Schreckliche Zustände herrschen dort. Räuberbarone, teilweise Nekromanten, viele Untote noch immer. Einen genaueren Bericht kann ich zusammenschreiben.
Sehr gut. Todas, was gibt es weiteres? Nun, zu den besonderen Vorkommnissen gehört der Herr Albuin von Bregelsaum, der sich dort niedergelassen hat und ein kleines, ich weiß nicht, geistliches Reich aufzubauen gedenkt. Er nimmt Leute gefangen, die er für Hexen hält. Ja, oder andere. Moment. Er wühlt so ein bisschen über dem Schreibtisch rüber und holt dann einen vergilbten, angebrannten Steckbrief hervor, den er dir dann zuschiebt. Du kannst darauf das Konterfei von Albuin erkennen, ziemlich gut gezeichnet. Und ausgeschrieben ist es wohl von der Prioskirche da selbst aus Garat 1000 Dukaten Kopfgeld. Oha, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wann ist das denn rausgekommen? Na, vor ein paar Monaten. Sie haben wohl die Meldung bekommen, unter anderem durch eure Berichte, dass der Schädel des heiligen Gelborn gestohlen worden ist aus der Feste Auralet. Den Schädel habe ich tatsächlich gesehen, auf einem kleinen Wehrhof. Ja. Ich werde davon noch eine Karte anfertigen. Nun ja, jedenfalls lässt er dort einige Leute festsetzen, angebliche Hexen. Und er übergab mir eine angebliche Hexe, um sie euch vorzuführen. Ja, da bin ich aber gespannt. Ich habe diese Frau natürlich untersucht und sie hat wirklich keinen Funken magischen Blutes in sich. Er ist so verblendet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gern mit dieser Frau sprechen. Wir haben sie mit nach Gareth gebracht. Sie ist eine Gärtnerin und Kräuterfrau. Ja, wahrscheinlich nur Kollateralschaden. Vermutlich ja, aber sie könnte natürlich hilfreiche Informationen geben zu dem, was sich auf diesem Hof abspielt. Ja, das ist natürlich richtig. Gute militärische Aufklärung kann uns natürlich helfen. Bin zwar an dem Kopfgeld selbst nicht interessiert, aber wohl daran, dass die Brüder und Schwestern hier aus dem Breyer-Tempel gutes Licht weiterhin in der Wildermark oder der Partien verbreiten können. Darf ich mir diesen Steckbrief mitnehmen? Ja, ich würde ihn zu gern meinen Gefährten zeigen. Selbstverständlich. Davon gibt es nur allzu viele. Aber diese wurde mir vor ein paar Wochen übergeben. Konnte mich bisher noch nicht selbst darum kümmern. Nun ja, er ist ja auch ein bisschen weiter weg und es gibt Dringlicheres zu tun. Ja, das wohl. Kommen wir dazu, der schwarze Drache. Er hat sich aus Wehrheim zurückgezogen, nachdem das Heer von Answin von Rabben und dem Älteren da durch ist. Die sitzen jetzt im Moment an der Trollmauer. Wir haben dort eine kleinere Schlacht geschlagen und einen Angriff der Warunker zurückgeschlagen. Ja, die Schlacht vom Bannstrahl nennt man das jetzt wohl. Er rollt wieder mit den Augen. Tatsache. Naja, besonders kreativ waren die noch nie. Immerhin war ja schon einige Jahre her, dass ich das letzte Mal auf der Trollmauer stand. Wenn sie jetzt wieder in unserem Besitz ist und die Schwarzen Lande zurückgedrängt werden können, umso besser. Nun, sie kann wohl gehalten werden. Allerdings wurde sie durch die Jahre der dämonischen Verseuchung verändert. Sie ist nicht mehr die gleiche Mauer, die wir noch zu Zeiten der dritten Dämonenschlacht kannten. Sie hat sich verändert, mit Hilfe des Widersachers der Elemente. Er lehnt sich so ein bisschen in seinem Sessel zurück und schwelgt so ein bisschen in Erinnerung. Ach, Eseron, damals, als wir gegen die 1000 Orga gekämpft haben, da war die Welt noch in Ordnung. Das stimmt wohl. Da wusste man wenigstens, wer der Feind ist. Auch das ist richtig. So ein Ogre ist kaum zu übersehen. Ja, damals fing das alles an mit Galotta. Aber dem hast du jetzt ja endlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gut, das stimmt wohl. Wir werden demnächst wieder einige Akoluten den nächsten Rang, also Siebter Minor, übergeben. Und ich werde dann einige, jetzt setz das mal in Anführungsstriche, Helden in Richtung der Wäldermark entsenden, damit sie dort aufräumen. Na, sehr gut. Wird demnächst einige Steckbriefe geben, die mit genug Kopfgeld dafür sorgen werden, dass die Kriegsfürsten, vor allem dieser Necrorius, aufgehalten werden. Ja, der soll wohl ein besonders finsterer Zeitgenosse werden und sich in einen Raben oder so etwas verwandeln können. Oh, ein Rabe. Ja, besonders finsterer Nekromant. Nun ja. Es gibt noch eine wichtige Sache, von der ich euch berichten möchte. Und zwar auf einem Flecken namens Wiedmannshus. Da hauste eine Hexe, diesmal eine echte. Meine Gefährten Boltax und Sulamin konnten sie festsetzen. Wir haben dann über sie Gericht gehalten.
Sie wurde in den Punkten der Anklage schuldig gesprochen. Es waren 3 Punkte, in denen sie schuldig gesprochen wurde. Tun wieder Sitten und gute Ordnung, tun wieder Stadt und ihre Bürger und das tun wieder die Zwölfe. Sie hat Zulamin nämlich angegriffen. Wir haben uns in unserem Urteil allerdings darauf geeinigt, dass sie an den Ort ihres Geschehens verbannt bleibt und dort keine schädliche Zauberei mehr ausführen darf. Der Grund dafür ist, dass eine Kraftlinie, nämlich diejenige, die zum elementaren Hexagramm zugehört, dorthin durchverläuft. Und der Nekromant Nekorius seine Finger danach ausgestreckt hat und sie versucht hat zu verderben. Sporgelsen, seit wann beherrscht du die Kraftlinie? Oh, habe ich euch noch gar nicht von meiner Bekanntschaft erzählt, seiner Gnaden Asavo Yitzkog vom Großen See? Was? Nee. Nun ja, er ist sehr bewandert in einigen Künsten und hat uns, als wir in Romilis waren, eine Karte von Kraftlinien gezeigt. Sporgelsen, das ist Verschlusssache. Ja, das stimmt wohl. War aber wichtig. Aber du hast recht, die Elementare, das Hexagramm läuft dort entlang. Nun ja, inbegriffen in diesem Urteil war auch, dass die Hexe sich bereit erklärt, ihr Wissen mit uns zu teilen. Wir haben beschlossen, dass verschiedene Machtgruppen über sie ein wenig ein Auge halten sollen. Unter anderem will Boltax einen Geoden dorthin schicken. Und ich habe ihr das Versprechen abgerungen, dass sie auch Gildenmagiern ihr Wissen über das Sicherhalten dieser Linie beibringen wird. Ihr habt es beschlossen und ihr habt ihr Versprechen abgerungen, Sporgelsen. Ich will das dokumentarisch aufgearbeitet wissen. Selbstverständlich. Das Protokoll habe ich bei mir. Ich werde es im Sekretariat abliefern. Wenn ich einen Fehler in diesem Dokument finde, Sporgelsen. Gewiss. Das wäre auch nur Recht und Ordnung. Nun ja, aber euer Spektabilität. An sich hast du richtig gehandelt. Als Richterin bist du natürlich ausgebildet und du darfst urteilen, aber ich will das aufgearbeitet wissen. Mit Versprechen läuft das nicht. Das stimmt schon. Nun ja, aber trotzdem. Wir können dieses Feld der Elementarmagie nicht nur den Graumagiern oder irgendwelchen Naturzauberern überlassen. Der Bund des Weißen Pentagrammes braucht auch Elementarmagier. Und dies ist jetzt ein guter Zeitpunkt, es von den Quellen zu lernen. Ah, Sporgelsen. Wenn du mal irgendwann in Gerasim warst, wirst du verstehen, warum wir beschlossen haben, das nicht zu tun. Er rollt wieder mit den Augen. Füllt dann ein kleines Formular aus, drückt Stempel drauf, Unterschriften und überreicht dir dann nach kurzem eine Bewilligung, damit du Elementarmagie in jedwediger Form lernen kannst und darfst. Halt deinen Geist frei davon. Es ist nicht gut für dich. Ja, das habe ich schon bemerkt. Aber dennoch, mein Wissen muss ich erweitern, damit ich weiterhin gute Entscheidungen treffen kann. Ja. Also dann, euer Spektabilität. Die Protokolle liefere ich im Sekretariat ab, ja. Wenn es nichts weiter gibt. Fünffache Auswertigung. Gewiss, wie immer. Wie immer. Abtreten, ohne Meldung. Rafim, du wirst auf deinem Weg, wohin auch immer du bist, von 3 Schlägern angegriffen, Torwaler. Du kannst sie allerdings nach einer kurzen Zeit verprügeln und sie mit gebrochenen Gliedmaßen und eingerückten Zehen wieder zurück in die Gasse schicken. Was möchtest du sonst tun? Oh, ich wollte doch erst noch in den Chortempel, aber gut, ja, da gehe ich jetzt auch hin. Ja, der Chortempel ist wieder mehr und mehr gefüllt. Du kannst auch wieder dort die Vorsteherin Koreana Rantvatessa kennen, die dort das ein oder andere an Leuten ausbildet, vor allem Söldner, die allerdings noch sehr bauernhaft aussehen. Ah, sehr gut, ihr lebt noch. Ah, Senores, Rafim, du bist gewachsen, scheint mir. Natürlich. Wenn die Götter über uns wachen, dann wachsen wir. Ihr werdet bestimmt auch noch mal größer. Ja, aber der Wirt von Kor, sie? Natürlich. Sehr gut. Aber ich bin hier, weil ihr einige Informationen für mich habt, hoffe ich. Ja, was können wir für euch tun? Ihre Gnaden.
Das richtig, dass der Aal hier jetzt Sitzung hält oder wie auch immer das heißt. Seit kurzem. Seit wenigen Tagen. Ich habe gesehen, wie die mittelreichische Armee mit dem Fuchs im Banner über die Straße im Norden von hier in Richtung Romilis zog und dann sind kurze Zeit später die anderen aus dem Süden gekommen. Wisst ihr, wie viele? Nicht. 50 Kampaner oder so. Viele Reiter, Kavalleristen, mit guten Pferden. 50 aus dem Süden? Das ist ja nicht viel. Ja, vielleicht sind das auch mehr, aber sicherlich nicht mehr als 2 Banner. Vielleicht kommen die anderen noch. Ja, mag sein. Mit wie viel Mann ist die andere weggeritten? Na, das war dann sicherlich 4 Banner. Das ist ja auch nichts. Ja, dieser Tage gibt es nicht viele Krieger. Und die anderen, also ihr schaut auf das klägliche Dutzend, was gerade trainiert, die habe ich hier. Ich möchte die mir mal anschauen. Für wie talentiert halte ich die? Also so, was Qualitätsstufen angeht. Sind das mehr so Bauern, denen ich ein Schwert in der Hand gedrückt habe? Also und aktuell haben die so wohl sowas wie eine Qualitätsstufe von 2, möchtest du meinen, und werden demnächst dann 3 haben. Also, ja, Im Vergleich mit deinen Trollzackern, die hatten irgendwie eine Qualitätsstufe von 6, vielleicht sogar 7. Ja, also, weit wirst du mit denen nicht kommen, aber wir haben alle mal irgendwo angefangen. Ach, Rafim, vielleicht, wenn sich der ein oder andere traut, vielleicht mag er seine Abschlussprüfung gehen, euren Eisbärenwagen. Tierkämpfer sind hier besonders gefragt. Ja, ihr müsst wissen, Mira ist kein normales Tier. Mira ist mein Tier. Deswegen macht Mira keine Tierkämpfe. Aber wenn wir wieder in Alanfa sind, kann ich mir schon vorstellen, Mira mal in die Arena zu schicken. Ja, sie ist Senior. Guck mal, ich habe hier sogar extra ein paar Einsätze für die Zähne besorgt. Seht ihr? Und ich reiß mal Miras Maul auf. Endurium. Endurium? Das war eine, ich kenn ja, viele, war eine gute Investition. Ja, hat der Eisinger gemacht. Aber kann so durch Dämonen reißen. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir selber auch welche machen lasse. Erstaunlich. Ja, ja. Aber ich wollte mich nur mal umhören, wie geht's in der Stadt sonst so? Meine Stadt befindet sich im Aufbau. Die Weißenmacher von hier sitzen in Meilersgrund und in Bartewig und sorgen mit ihren Schlägern für Ruhe. Wie viele sind's? Sicherlich auch 100 Mann, die verstreut über die ganze Stadt herumlaufen. Ah, im Norden von hier sitzen die Tobria. Dorthin trauen sie sich nicht, aber mit denen habe ich auch nicht am Hut. Alles Mörder. Viehdiebe. Wie gut sind die Waisenmacher? Die Waisenmacher, sie wissen, was sie tun. Reto von Meidersgrund ist der Hauptmann. Ja, ich habe ihn schon mal getroffen. Relativ kleiner Mann, oder? Ja, sie. Aber sah damals schon recht fähig aus. Na, das ist er wohl. Ihr solltet einen Mann nicht nach der Größe beurteilen. Nein. Schaut sie an dir runter und ihr Blick bleibt dann wohl an deinem Gemächt hängen. Nein, daran geht es nicht. Es geht nach seinem Schwertschlag. Na, der ist wohl ziemlich ausgeglichen, möchte man meinen. Ja. Vielleicht mag er nicht mit euch oder mit mir standhalten, aber für einen Normalsterblichen, der nicht auserwählt wurde, weiß er, wie man kämpft. Seid ihr denn, wenn die Schlacht gegen den schwarzen Drachen kommt, auch mit von der Partie? Wenn er sich ankündigt und wir dorthin gelangen, ist sie. Wenn er Garrett angreift, sind wir bereit. Ah, sehr gut. Ich schaue mich nochmal in der Stadt um, aber wisst ihr, wie das aufgenommen wurde mit dem Aal? Was sagen die Leute dazu? Politik interessiert mich nicht, das habe ich schon gesagt, Rafim. Naja, aber du hörst ja trotzdem Dinge. Naja, nein, ich weiß nichts. Ich glaube, die Leute interessiert es nicht, wer gerade auf dem Thron sitzt. Sie haben andere Sorgen. Naja, das mag wohl sein. Bevor ihr wieder geht, wie haltet ihr es mit einem kleinen Kämpfchen? Ja, lass uns die Fäuste nehmen. Ich muss vielleicht morgen wieder los und da sind Schnittwunden immer schwierig. Sie zuckt mit den Schultern. Und schickt dann die Bauern aus dem Kreis. Jalan, was magst du tun?
Ich gehe unseren guten Freund, nachdem ich ein Bad genommen habe, unseren guten Freund Thorneisinger besuchen. Und das heißt, du möchtest zum Raya-Tempel? Wenn ich zu Dalmin erwische, gehe ich mit den Raya-Tempel. Ansonsten werde ich wohl zu Hause ein Bad nehmen. Ja, also mir ist es egal. Du kannst dich, wie gesagt, auch zu Dalmin anschließen. Ansonsten, gut, du kannst zu Thorneisinger. Dann trittst du in die Schmiede. Hat er wohl noch gerade einige Ausfertigungen mit wenig Endurium, die da vor ihm liegen. Kloppt. Und du weißt nicht genau, was es wird. Schwert oder Rüstungsteile werden es wohl nicht. Guckt dich dann schwitzend an, streicht sich nochmal mit öliger Schmiere durch sein Bart, nickt dir dann zu. Ja dann. Thorn, gut euch zu sehen. Was kann ich für euch tun? Ihr habt nicht zufällig vom restlichen Rat der Helden gehört? Jetzt, wo, sagen wir, unser alter Bekannter wieder auf dem Thron sitzt? Ja, der alte Rat der Helden. Nun, Ludolf von Wertling ist vor kurzer Zeit mit Danos von Luring ausgezogen, gemeinsam mit Rohaya. Danos hat seine Ritter genommen und ist in Richtung Norden nach Rankara Liritena gerittert und Ludolf von Wertling hält wohl für Rohaya gemeinsam mit ihr Romulus. Genau, darüber bin ich nicht informiert. Melvin Störrebrand ist ebenso an ihrer Seite. Nun, ich sehe, wir sind also nicht die Einzigen, die sich in alle Winde verstreuen. Der Rat hat sich etwas aufgelöst, ja. Nur ihr haltet, wie es in Grimm gefällt, die Stellung. Hoffen wir, dass Ludolf demnächst hier wieder eintrifft, als Marschall. Bruder Sygoma sitzt zwar noch in der Nähe, aber seitdem Malara hier herumfleucht, dann wird er wohl zu sehr gebunden. Er zuckt mit den Schultern. Was soll ich schon tun? Gareth wird wieder aufgebaut. Wir erholen uns. Ihr tut, was ihr tut. Ich denke, damit ist alles, was ihr tun könnt, getan. Wie ich im aventurischen Boden gelesen habe, soll Rassasor wohl auch tot sein. Leider verfrüht. Es wird eine Schlacht geben. Wir arbeiten gerade noch daran, die einzelnen Parteien, die daran beteiligt wären, zu einen. Ich werde keine Schwerter für euch schmieden. Ich habe sowieso schon zu viel zu tun. Das weißt du genau. Verständlicherweise. Verständlicherweise. Was kann ich also für dich tun? Reifenmund. Oder Goldhand, wie man dich dieser Tage nennt. Nicht gar so viel. Ich wollte nur mal reinsehen, über die neueste Situation ich auf den Lauf bringen. Wenn du in näherer Zukunft Zeit hast, ich werde wohl eine Rüstung brauchen. Schon wieder? Schon wieder. Was machst du denn? War das nicht Zwergensilber? Es stellt sich heraus, die Diener der dunklen Götter sind sehr aggressiv, was Rüstungsteile angeht. Diesmal war Mangrave dran schuld. Mangrave? Der Alchemist. Den kenne ich wohl. Ich weiß nicht, was er drauf gekippt hat, aber selbst Zwergensilber hat es noch angesetzt. Hat noch was angesetzt, so. Aber du hast ihn unter die Erde gebracht, ja. Selbstverständlich. Und die anderen auch, versteht sich. Sie können leider gerade nicht hier sein. Ja, wenn die anderen Helden, die hier auftauchen, auch heldenhaft wie du wären, hätten wir keine Probleme. Sie erschlagen Ogre und Orks, aber mit einem Mangrath oder mit einem Rassasor haben sie sich noch nicht eingelegt. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können.